Das Sat.1 Comedy Quiz mit Ingolf Lück, Markus Maria Profittlich und Mirko Nonchef. Als Gäste heute Elmar Hörig und Nils Ruh. Und hier ist Ihr Gastgeber, Ingolf Lück. Hallo! Guten Abend und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verwitzig, das Comedy Quiz in Sat.1. Bei uns sehen Sie die witzigsten Bilder der Woche und Sie bekommen die Antworten auf die brennendsten Fragen der letzten Tage. Zum Beispiel, was waren die Highlights der Love Parade? Wer wurde heute in Silverstone eigentlich Letzter? Und warum schweigt die katholische Kirche zum neuen Wunder von Lourdes? Das, meine Damen und Herren, diese und ähnliche Fragen. Und wenn Sie mich so machen sehen, meine Damen und Herren, dann wissen Sie, wir alle sind noch Love Parade geschädigt. Wir alle haben noch das im Ohr. Wir kriegen es kaum noch raus. Und deswegen natürlich viele, viele Fragen heute zum Thema des Tages. Love Parades. Diese Fragen werden beantwortet von unseren Rateteams. Wir haben mit dabei Markus Maria Profittlich. Unterstützt von dem Mann, der seit einem Jahr auf Viva 2 erfolglos Kamikaze betreibt. Kinder, Harald Schmidt, Nils Ruf. Yeah. Danke. Bravo. Danke, dass ihr alle für mich hierher gekommen seid. Der Messias der neuen Generation und beide spielen gegen Team-Captain Mirko Nonchef. Hallo. Und den Altmeister, seinen rechts angewachsenen siamesischen Zwilling, Emma Hörig. Was ist mit ihm los? Kann ich mal jemand abholen? Meine Damen und Herren, in Berlin fand gestern die 11. Love Parade statt. Für viele Berliner eine Erleichterung. Endlich war der Baulärm nicht mehr zu hören. Leider gab es auch diesmal wieder militante Gruppen, die dem friedlichen Treiben aggressive und zerstörerische Aktionen entgegengesetzt haben. Hier ein Originalbild von der Love Parade. Auch gestern, meine Damen und Herren, wurden wieder viele, viele Pillen von den Kids eingeschmissen. In diesem Jahr vor allem die neu zugelassene Abtreibungspille. Ah, ja. Markus, du warst ja auch auf der Love Parade. Wie hat es dir denn da gefallen? Markus! 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 Ja. Du warst ja auch auf der Love Parade. Wie hat es dir da gefallen? Wie war's da? Laut war's da! Ah, ja. Ich muss auch laut. Markus! Ich verstehe ja, dass es sehr laut war. Aber hast du denn keinen Oropax genommen? Was? Hast du keinen Oropax genommen? Ja, du! Komm hier, aber die schmecken scheiße! Nils, du als Vertreter der Techno-Generation, ja, du bist doch sicher bestimmt auch mit deiner endgeilen Posse nach Berlin gebladet, um dort die voll fetten Beats abzuchecken, oder? Ingolf, ich habe ein Seminar gehalten für Jugendsprache. Vor Sat.1-Rentnern. Du warst doch da, du hast in der ersten Reihe gesessen. Neben Rudi Carrell, ja. Diese Sendung heißt voll witzig, meine Damen und Herren. Ja, manchmal, manchmal. Einen Punkt Abzug wegen Ungezogenheit. Oh ja, wenn ich nackte, zuckende, gepierste Wesen sehen will, dann bleibe ich entweder in meinem Schlafzimmer oder ich fahre ins Tierversuchslabor zu Höchst. Hm? Das ist ganz komisch. Ich mache ja auch gerne Tierversuche. Ne? Was? Gestern gab's so, ja, natürlich. Ich habe gestern zum Beispiel gab's Kaninchen in Rotwein. Ne? Es hat leider nicht funktioniert, weil ich hatte kein Kaninchen, aber es hat trotzdem sehr lecker geschmeckt. Natürlich. Ja, das, aber es schmeckt wirklich gut. Ja. Das war, ich hatte kein Kaninchen. Danke, Mirko, für diesen exzeptionellen Beitrag zum Thema Love Parade. Wunderbar, Mirko. Die meisten Menschen, meine Damen und Herren, gehen ja auch nicht wegen des Essens zur Love Parade, sondern weil es auf den anschließenden Rave-Partys viel nacktes Fleisch zu sehen gibt. Hier ein Ausschnitt von... Das sieht ja aus wie auf dem Casting fürs Kochduell. Der absolute Lieblingsdicke der Woche ist natürlich EU-Kommissar Martin Hastenmeier, 2 Millionen Mark Bangemann. Er macht in dieser Woche von sich reden, weil er neben seinen lächerlichen 2 Millionen Jahresgehalt monatlich schlappe 17.000 Mark Staatsrente kassiert. Ja. Markus und Nils, was denkt denn unser Bangemann auf diesem Foto? Er hat er doch bei dem Kreuz und sagt, Sie können
kann mich gar nicht festnehmen, ich bin selber Kommissar Ed. Ja. Ich glaube eher, da steht jemand hinter dem und hält eine Knarre ins Kreuz. Ja? Und er sagt irgendwie, nein, Herr Eichel, ich hab nichts gemacht. Ja, das glaube ich. Das ist aber. Wie alt warst du nochmal, sagst du, der Eifel? Das ist doch voll witzig hier, oder? Da steht keiner hinter ihm, der kniet einer vor ihm. Und er sagt, Monika, mach weiter, ich lenk die anderen ab. In Wirklichkeit ist das ein abstoßendes Bild, das zeigt, was passiert, wenn man sich Viagra unter die Arme schmiert. Also, was passiert? Auch bei Pfarrer Jürgen Fliege, meine Damen und Herren, geht es rund. Morgen will der Bayerische Rundfunk darüber entscheiden, ob seine Show abgesetzt wird. Dass Fliege fliegen soll, ist verständlich, wenn man dieses Originalfoto sieht. Ich weiß gar nicht, was es da zu lachen gibt. Nee. Habt ihr noch nie eine Fliege auf dem Schwein gesehen? Das ist doch eine Schulter. Elmar, ja. Was sehen wir auf diesem Foto? Ja. Los, bück dich, du Miststück. Ja, ist das so, oder? Nein, ich glaube, er könnte sagen, wer hat meinen Bernardiner rasiert? Schöne Antworten. In Wirklichkeit ist es ein Foto aus einem Schulbuch, was die Erstklässler nach den Sommerferien kriegen. So entstehen Schweinepriester. 3 Punkte für euch und 2 Punkte für euch. Das ist ja mehr als einer. Das ist ein Punktestand von 3:1. Ich häng mal nach. In diesem Moment, meine Damen und Herren, verjagt das ZDF seine letzten Zuschauer mit der großen Sommernacht der Klassik. Aber das ist nicht der Abend, an dem Rudi Carrell Witze erzählt. Nein, vielmehr wird dort Musik aus der Zeit gespielt, in der Beethoven und Mozart diese Witze erfunden haben. In unserem heutigen Pantomime-Spiel sollt ihr darum bekannte Opern und Operetten darstellen. Für jeden Begriff habt ihr 15 Sekunden Zeit. Markus beginnt. 15 Sekunden bekannte Opern und Operetten und der Teampartner muss es erraten. Nils kann natürlich nicht sehen, was Sie jetzt eingeblendet sehen, nämlich das, was Markus darstellen soll. 15 Sekunden Zeit ab jetzt. 15 Sekunden. Was kann. Ja! Der fliegende. Ruhe jetzt, Ruhe. Hätte auch der sterbende Schwan oder Madame Butterfly sein können, aber schnell erraten. Und hier das nächste, die nächste. Markus, 15 Sekunden Zeit ab jetzt. Ja. Grinsen. Nein. Nein, das ist keine Operette. Ein laut schreiender Grinser, nein, alter Fettsack. Das ist weder eine Oper noch eine Operette, Nils. Ich im Geringsten. Und nein, ich kann, wirklich, das geht nicht. Für den laut grinsenden alten dreckigen Fettsack ziehen wir 1 Punkt ab. Bist du bekloppt? Und hätte ich immer hören. Seid froh, dass ich ihn nicht in die Ecke stelle für den Rest dieser Sendung oder einen Eintrag ins Klassenbuch vornehme. Es wurde nicht erraten, das Land des Leckens Franz Leha. Und jetzt unser drittes Operettending. Es ist einfach da zu stehen. 15 Sekunden. Du bist sicher? Ja. Nicht, dass wir spielen. Das. Nein, das soll das zu spielen. Oben steht Markus drauf. Die Zauberflöte. Ja? Bitte. Ab jetzt. Die sind anders. Ich hier. Der dicke Mann. Der ist von hier. Nein, von überall von hier. Nein, Markus. Der kommt von da, von da. Hier von. Ah, der Jericho. Ja. Nein, das war der Vetter aus Dingstar. Der Vetter aus Dingstar. Was war's? Der Vetter aus Dingstar. Leider, nein. Leider. Nein. Gut, und jetzt seid ihr dran. Wunderbar. Das wird böse. Markus und jetzt Mirko. Muss mal los. Du hast jetzt die Möglichkeit, deine umfassende klassische Bildung unter Beweis zu stellen. Hier ist Oper Nummer 1. 15
15 Sekunden, ab jetzt. Zeit ab. Weg. T, Zeit, Zeit 0, 500, X, 500 mal X, das ist eine Matheaufgabe. T, Ende, aus, aus, der aus, die Oper ist aus. Nein. Leck mir am Arsch, ich kann's nicht. 5 Sekunden vorbei. Was war das, du? Es war, ja Mann. Tosca, die berühmte Oper von Puccini. Leider nicht. Und jetzt wird es einfacher. 15 Sekunden Zeit, das darzustellen. Oh. Bitte jetzt. Aha. Ja, Handschellen, wegbringen. Wegbringen. Packen. Mitnehmen. Entführen. Ja, ja. Die Entführung aus dem Serai. Das ist richtig. Und die Hälse schnüre zu, wunderbar. Oh nein, 15 Sekunden Zeit, dies darzustellen. Ab jetzt. Ja, no. Lass ich mal Zeit, das genieße ich. Finish vom Team Mirko und Elmar. Und damit komme ich zur Punkteverteilung. Die richtigen Antworten in dieser Runde werden bewertet. 2 Punkte für euch und 1 Punkt für euch. Danke. Danke. Noch eins? Noch eins, oder? Noch eins, ja. Und nun, meine Damen und Herren, kommen wir zu unserem Pappnasenspiel, in dem unsere Teams ein paar in die Fresse kriegen. Und zwar ein prominentes Paar dieser Woche, das diese Woche im Gespräch war. Markus und Nils, setzt bitte eure blickdichten Brillen auf. Unsere dichten Brillen? Das ist ein schweres Wort. Der sieht ja sowieso nichts tagsüber. Und bei Viva sind sie alle blind. Mit der Brille sehe ich immer noch mehr als du, Opa. Hier kommt jetzt, ist böse. Unser Paar der Woche für euch. Böse, der Junge da drüben. Ihr habt 45 Sekunden Zeit, rauszuwinden, wer das ist. Ich werde euch am Anfang einen kleinen Hinweis geben und dann jeweils nach 15 Sekunden wieder einen neuen Hinweis. Ihr seht wirklich fantastisch aus. Erster Hinweis für euch, ihr steht schwer unter Strom. 45 Sekunden. Bin ich ein Atomkraftwerk? Sorry, Translation. Sehe ich gut aus? Ja. Ja. Bin ich ein Mann? Ja. Ja. Bin ich auch ein Mann? Ja. Wir sind ein Schwulpärchen. Nein. Nein. Zweiter Hinweis für euch, bitte alles aussteigen. Was? Bitte alles aussteigen. Bin ich ein Politiker? Ja. Ist er auch ein Politiker? Ja. Trittin. Ja. Trittin. Schröder. Trittin. Jawohl. Sehr gut. Erraten. Und jetzt haben wir für euch auch 2 prominente Köpfe der Woche, wenn ihr so freundlich seid. Und, seid ihr soweit? Hier ist die Nummer 1. Yeah. Und die Nummer 2. 45 Sekunden Zeit zu erraten, wer ihr seid. Und hier auch mein erster Hinweis für euch. Auch ihr seid euch nicht grün. 45 Sekunden, ab auch nicht grün. Bin ich ein Mann? Ja? Ja. Bin ich auch ein Mann? Du warst mal einer. Ach so, aha, ja. Nach der Operation oder vorher? Sind wir verheiratet? Nein. Waren wir verheiratet? Doch, ja. Waren wir verheiratet? Du siehst das nicht so. Der zweite Hinweis, vielleicht wurde er gerade Vater, sie aber nicht Mutter. Ich bin Mick Jagger. Ja, wie heißt der denn? Jerry Hall! Jerry Hall! Jawohl! Ja. Das ist richtig! Yes! Mick Jagger und Jerry Hall, richtig erraten, sie haben sich ja am Freitag gütlich getrennt und das ist eine schöne Sache. Mick hat jetzt keine dicke Lippe mehr zu riskieren. Die Punktevergabe ganz einfach. 2 Punkte für euch, 2 Punkte für euch. Beide sind erraten worden.
Das Seitenseiten-Punktestand von 7 Punkten für Mirko und Emma und 4 Punkten für Markus und Nils. Am Donnerstag, meine Damen und Herren, startete in den Kinos der neue Horrorschocker Vampires. Das Erstaunliche, der Blutsauger wird nicht von Finanzminister Hans her mit der Kohle Eichel gespielt. In unserem Synchronisationsspiel sollt ihr deshalb jetzt 2 noch sensationellere Horrorfilme vertonen. Den Anfang machen Nils und Markus mit dem Film Die Fliege. Euer Thema? Macht die Fliege. Körperpflege und Gesundheitsreinigung. Körperpflege. What's up? Ding Dong, hier ist die Avon-Beraterin. Wo die Avon Zeit? Sie hatten angerufen, Sie haben Probleme mit unseren Produkten oder so? Kann aber laut sagen. Die Peel-Off-Maske war voll scheiße. Na, wie haben Sie die denn angewendet? Ganz normal, rektal. Genau wie Sonnenmilch. Was? Rektal, die Sonnenmilch? Sind Sie verrückt oder was? Ich verrückt? Wieso das denn? Ich hatte noch nie einen Sonnenbrand im Arsch gehabt. Naja, hat Ihnen denn unser Haarspray gefallen? Davon ist mir die Nudel abgefallen, du Nutte. Na, dann geh ich schon mal was Tomatensoße holen. Nee, ich hab schon genug mit Essen. Sehr schön. Was kann noch furchterregender sein, meine Damen und Herren, als dieses schreckliche Insekt? Wir haben die Antwort, die Biene Maya, die in einem unbekannten Land ihr blutrünstiges Unwesen treibt. Elmar und Mirko, euer Thema lautet unerwünschter Besuch. Ja. Oh. Oh. Hallo, ich bin von Zeugen Jehovas. Ja. Schau dir in die Röhre, Kleines. In einem unbekannten Land, da fliege ich immer dann. Oh Mann, wieder so ein blödes, hässliches Vorspiel. Ich kann auch die eingesprungene Kosakenpeitsche. Willst du sehen? Oink, oink, oink. Jetzt fragt er mich bestimmt, wie er war, dieser kleine. Es kann losgehen, ich bin fertig. Was ist denn das kleine Lieder, was da rumhängt? Du redest nicht um meine Prothese da, ja? Gerade als sie gerade war, brach sie ab, was schade war. Das tut mir leid für Sie, denn ich muss nicht bei meinem alten Stecher Willi bleiben. Beides wunderbar gelöst. 4 Punkte für euch und 1 Punkt für euch. Alfred Biolek, meine Damen und Herren, feierte gestern seinen 65. Geburtstag. Welche Geschenke der beliebte Fernsehkoch zu seinem Wiegenfest bekommen hat, das sollt ihr nun in unserer Fummelbox ertasten. 7 Geschenke sind zu erraten. Dazu habt ihr jeweils 45 Sekunden Zeit. Pro erkanntem Gegenstand gibt es 1 Punkt. Nils und Markus, darf ich euch bitten, anzufangen. Welche Geschenke hat Alfred Biolek bekommen? Nur vorne sehen Sie, ist Glas drin, hinten unsere Mitspieler sehen natürlich nichts. Und ich bitte euch jetzt einfach mal reinzugreifen und ihr habt 45 Sekunden Zeit. Ihr habt einiges an Punkten aufzuholen, glaube ich. Und deswegen Konzentration. Was redet ihr? Es gibt einen Punkt. Flasche Shampoos. Das ist richtig. Nicht, was Alfred Biolek. Eine Wurst. Das ist richtig. Ein Gebiss. Eine ist Brille. Richtig. Eine Brille. Ist auch richtig. Eine schwule Brille. Ah, eine Flasche Shampoos hatten wir schon, ne? Tag. Ah, eine Hand. Eine Laufarme. Nein, das ist nicht falsch. Eine Perücke. Das ist Markus. Eine Perücke. Hatten wir Perücke. Schon. Hatten wir schon. Das war ein überfahrener Hamster. Hatten wir alles? Wie ist ein Mixer. Perücke hatten wir nicht. Und den Michel. Alle erraten, jawohl. Ja. Wunderbar. Toll. Und sehen Sie gleich, meine Damen und Herren. Mirko und Elmar in unserer Fummelbox. Außerdem erwarten Sie natürlich wie immer unser großartiges Finale. Bleiben Sie dran. Willkommen zu Voll Witzig, das Comedy Quiz in der 1. Wir im Studio Markus Maria Profittlich und Nils Ruf. Yeah! Und Mirko Lonchef und Emma Hörig. Die beiden, die fast unheilholbar vorne liegen, aber auch im zweiten Teil unseres TAS
Gastspiels dreht es sich um rauschende Partys. Elmar und Mirko, darf ich mal zu mir bitten? Ihr sollt nun 7 Gegenstände ertasten, die wir gestern im Müll der Love Parade gefunden haben, beziehungsweise heute Morgen ganz früh. 7 verschiedene Gegenstände sind dort drin und für jeden Erraten gibt es einen Punkt. Ihr habt 45 Sekunden Zeit. Soll ich alles nochmal für dich wiederholen? Nein, ich hab's alles kapiert. Wunderbar. Aber ich hätte gerne nochmal. Ja. Ja, 45 Sekunden, stopp mit. Los geht's. Ja. Eine Tröte, eine Tüte. Eine Pfannkuchen. Eine Tüte ist richtig, also ein Joint meinst du? Ein Joint, ja, natürlich. Amerikaner Pfannkuchen. Sind 2 Pfannkuchen. Ein Kopfhörer. Ja, einer reicht aber. Ein Kopfhörer. Ohrschutz. Ohrschutz ist richtig. Ein aufgeblasener Kondom. Das ist auch richtig. Ein Berliner. Den hatten wir schon. Ehrlich? Ein Belgier. Nein. Ein Franzose. Ein Pariser. Eine Tüte. Nein. Was ist da denn? Achso, das ist nochmal Berliner. Warte mal, Tüte ist hier drin. Moment. Ein Kondom? Das ist ein Tier. Das hast du schon? Ach, ihr Ohrschützer, ihr Ohrwärmer. Hatten wir auch schon. Warum denn aber? Ja. Ein. Das sieht man, das hin. Das hört sich. Oh, her. Was wurde das denn? Das kenne ich von den Swingerpartys hier. Schade. Der Müll! Der Love Parade. 4 Begriffe sind erraten worden. Das war wunderbar. Das stimmt doch gar nicht. Das war doch mehr gewesen. Das war noch mehr. 4 Begriffe. Doppelnennung im Zähne der Licht, meine Damen und Herren. Das bedeutet, wir geben 4 Punkte für Emma und Mirko und 7 Punkte für Nils und Markus. Und damit haben wir einen Endstand von 15 Punkten für euch und 12 für euch. Das heißt, ihr habt gewonnen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben gewonnen. Das war der Emma voll witzig. Ich bedanke mich bei meinem Rateteam und sage tschüss bis zum nächsten Sonntag. Und denken Sie daran, die ganze Wahrheit erfahren Sie nur bei uns. Bis dann. Tschüss. Ja. Yes. Können wir mal eine Ola machen? Das war. Okay, komm, wir machen das denn. Das war eine Riesenflasche. Den folgenden Spielfilm präsentiert Ihnen die neue Pizza-Generation von Dr. Oetker. Die Ofenfrische.